8:54 Uhr, liebe Zuschauer, ich bin fit und krank. Das ist ein Satz, der leider für viele Menschen gilt. Und klar ist es wichtig, fit, leistungsfähig und leistungsfähig zu sein. Aber wer weiß schon, was okay ist, was möglicherweise schadet oder wobei man sich dann ja auch schnell Verletzungen zuzieht. Wir klären heute Morgen Fitnessmythen. Fit sein wollen wir alle, aber wer weiß schon, was richtig ist? Es gibt viele Mythen, aber auch Wahrheiten. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Dehnen aus? Was ist richtig, was ist falsch? Unser erster Mythos. Wer Sport macht, sollte sich dehnen. Quatsch. Ich dehne mich nie. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Danach, ja, denke ich schon, sollte man. Stimmt, keine Ahnung warum, mache ich aber. Eine, die es wissen muss, ist Lina Bayer. Sie ist Fitnesstrainerin. Ist es sinnvoll, dass ich mich vor oder nach dem Sport dehne? Meine persönliche Meinung ist in der Tat, dass es Sinn macht und dass es wichtig ist, die Gelenke in ihrem Bewegungsfreiraum zu bewegen. Aber es sind eben keine spezifischen Do's oder Don'ts dafür zuständig. Ja oder nein ist wirklich sportartspezifisch und durchaus ganz unterschiedlich. Und wie trainiert man eigentlich richtig? In den letzten Tagen bin ich nicht zum Sport gekommen und deshalb habe ich mir überlegt, trainiere ich heute einfach dreimal so lang. Dann wäre ich ja wieder im Plan. Aber klappt das eigentlich? Der nächste Mythos. Je länger das Training, desto besser das Ergebnis. Kommt drauf an. Ich würde sagen, man muss schon richtig trainieren. Anstatt lange, sollte man die Übung schon richtig machen. Es tut weniger weh, umso länger man trainiert. Ja, ich glaube, es ist besser, mehr zu laufen, als schneller zu laufen. So halte ich es jedenfalls beim Laufen. Alina hat lange pausiert. Mal sehen, ob sie was aufholen kann. Funktioniert das eigentlich, dass ich ausgelassene Fitnesseinheiten durch ein extra langes Training wieder aufholen kann? Leider nein. Grundsätzlich beim Training ist es so, dass der Muskel, der Körper ermüdet. Und genau hier ist dann die Erholungsphase notwendig. Der Muskel wächst nur, wenn er auch ausreichend Erholungsphasen bekommt. Zeit fürs Joggen ist eigentlich immer, aber das soll auf Dauer die Gelenke belasten. Richtig oder falsch? Deshalb unser nächster Mythos, Joggen schadet den Gelenken. Das glaube ich nicht. Ich denke im Gegenteil, Joggen hält eher jemanden fit. Ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass ich nach dem Lauf immer Knieprobleme habe. Ich laufe relativ häufig. Muss ich mir da Sorgen machen, dass das auf Dauer meinen Gelenken schadet? Ganz im Gegenteil. Gelenke sind letztendlich genauso wie meine Mitarbeiter. Sie brauchen ein Stück weit Druck und Bewegung und so eigentlich auch dein Knorpel bzw. dein Gelenk. Mit Belastung und Entlastung ernährt sich der Knorpel und demnach, nein, du darfst ruhig weiterlaufen gehen. Okay, das ist geklärt. Aber was kann man tun, wenn sich beim Training plötzlich die Muskeln verkrampfen? Der nächste Mythos. Magnesium hilft gegen Muskelkrämpfe. Also da sage ich, stimmt. Ich glaube schon dran. Ja, stimmt. Viele Mediziner empfehlen ja durchaus Magnesium, wenn du Muskelkrämpfe hast. Nach wie vor ist aber dennoch wichtig, sowohl als auch beim mit als auch ohne Training, eine vollwertige Ernährung, viel Obst, viel Gemüse. Das ist durchaus deutlich sinnvoller, wie jetzt darauf zu bauen, jetzt nur Magnesium zu sich zu nehmen, weil man Muskelkrämpfe hat. Unser nächster Mythos. Man sollte trotz Muskelkater weiter trainieren. 2 Tage ruhen. Das reicht. Und man sollte dann halt auch viel Bananen essen, ne? Hilft ja gegen Muskelkater. Ja, glaube ich, ist Quatsch. Sollte man trotz Muskelkater trainieren? Aufgrund des Trainings ist der Muskel meist im Folgetraining nicht mehr ganz so leistungsfähig wie beim ersten Training. Das heißt, Abbauprodukte werden im Muskel einmal ausgeschüttet. Das ist das, was du letztendlich als Muskelkater wahrnimmst. Der Muskel ist müde, dementsprechend ist hier durchaus nur ein leichtes, moderates Ausdauertraining notwendig bzw. auch hier sinnvoll. Alina will etwas ausprobieren. Ihre Muskelmasse soll wachsen durch Strom aus der Steckdose. Doch funktioniert das Training mit Stromstößen? Muskelkater soll man ja auch bekommen, ganz ohne Sport zu treiben, zum Beispiel durch Stromstöße. Ich habe das noch nie gemacht. Ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Unser nächster Mythos. Durch Stromstöße kann man Muskelmasse aufbauen. Soll angeblich Wunder wirken. Boah, das weiß ich gar nicht. Habe ich Gott sei Dank auch noch nie ausprobiert. Stimmt, glaube ich auch. Klar, Muskeln kann man elektrostimulieren. Kann sein, dass es stimmt. Möchte ich trotzdem lieber nicht ausprobieren. Etwas mulmig ist Alina schon.
Ich habe Angst. Nein, brauchst du wirklich nicht. Es kribbelt am Po. Sehr gut. Kann ich durch diese Stromstöße, die ich gerade alle 10 Sekunden bekomme, tatsächlich zusätzliche Muskelmasse aufbauen? Grundsätzlich ja, kannst du. Das Positive ist, in jedem Alter ist das genau möglich. Du sprichst hier ganz individuell Muskelgruppen an, aber eben auch den ganzen Körper. Aber Stromstöße alleine lassen die Muskeln nicht wachsen. Dazu gehört dann auch ein Krafttraining. Doch egal, ob Sie Ausdauer oder Kraft trainieren, jede Art von Bewegung bringt Bonuspunkte fürs Fitnesskonto.